Hier bin ich wieder. Ich habe den bei Alternate gekauft. Und ich habe den Lieferschein hier gerade rumliegen gehabt. Das ist gut. Also es ist ein Prozessor, es ist ein AMD, ich glaube Phenon 2X6. Was hat er noch? Wo ist denn die Grafikkarte? Ich versuche mal gleichzeitig zu fahren und zu lesen. Ja, ist eine GTX 470, da habe ich richtig gelesen. Also ist von Alternate. Das ist so eine Firma, dann kann man sich die Teile einzeln bestellen und auch selbst zusammenbauen, oder wenn man ein bisschen mehr Geld opfert dafür, bauen die den Rechner zusammen, so wie wir ihn zusammengestellt haben, so wie ich ihn zusammengestellt habe. Also ich habe auf der Webseite im Baukastensystem meine Sachen zusammengesucht, was ich haben möchte, und die haben mir den so zusammengebaut. So, geht das hier irgendwo rein? Schauen wir nochmal auf der Map. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin da oben. Da geht's zu meinem Dorf. Fahren wir mal rüber. Ach so, da geht's zur Kirche. Auch ganz schön versteckt. Also habe ich mich mal so 2-3 Tage eingelesen, abgeschaut. Was ist denn gerade modern? Was brauche ich denn? Was sind die Mindestvoraussetzungen für so ein Let's Play und so weiter? Was will ich dafür, was will ich sonst noch mit dem Rechner machen? Und habe dementsprechend natürlich immer darauf achten, dass man auch bezahlen kann, den dann zusammengestellt. Und deswegen ist es keine bestimmte Marke, sondern besteht aus vielen Komponenten. Oh, ich habe wieder einen Hubschrauber da oben. Ja, also ihr Wünsche könnt ihr ja immer äußern, ob ich die durchführe, das ist was anderes. Aber wenn ihr Ideen für Mods habt, die ich vorstellen soll, immer her damit. Entschuldigung, beinahe umgefahren. Das mache ich gern. Und das habe ich auch schon 2-3 Mal gemacht. Der Mod mit Tiefgarage wurde schon vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich es schon veröffentlicht habe. Na, Moment, ich will auch noch zum Händler hier reinfahren. Ich habe es jetzt in den letzten Tagen veröffentlicht, oder es kommt in den nächsten 2-3 Tagen. Beim Regionssimulator habe ich sogar einen Entwickler dabei gehabt, der eine Map geändert hat ein bisschen. Und so 2-3 Sachen neu. Kann ich hier rein? Nein. Auf die Standardmap draufgesetzt hat. Und der war mit mir zusammen und hat seine Maps mir vorgestellt. Und ach, das ist mein Hof wieder da drüben. Gibt es da oben noch was? Kleinen Moment, bin wieder abgelenkt. Wo bin ich denn hier? Ach, fahren wir mal hin. Und ja, das hätte ich so und so gern, wenn jemand eine Mod entwickelt hat oder eine Map entwickelt hat, dass er mit mir zusammen mal die praktisch zeigt. Das finde ich nämlich sehr interessant. Hier fahre ich ja nur rum und übersehe wahrscheinlich nur die Hälfte.
Und man hat ja auch kein Gefühl dafür, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich glaube, die dritte Version hat jetzt ein Dreivierteljahr gedauert von dieser Map. Und da hätte ich gern mal einen Entwickler dabei, der mir mal alles erklärt und auch sagt, auf was man achten muss und so weiter. Das wäre mal auch interessant. Also, wenn ihr Mods habt, die ich vorstellen soll oder Maps, immer her damit, mache ich gerne. Ich finde es toll. Wir gehen überall Wege ab und man weiß nicht, wo die hingehen. Das ist alles sehr bergig hier. Das ist richtig gut gemacht. Na, gehen wir weg hier. Ist das hier ein Parkplatz? Ich glaube, ich habe im Original auch einen Parkplatz hier. Es wird langsam dunkel. Einen Moment bitte. Wie war das Set? Time 8. GS Set D Time 8. Yep. So. Ah, Gott, hast du mich erschreckt eben. Wo kommst denn du her? was für einen Skype-Status habe ich denn momentan? Ich bin nämlich gar nicht drin. Eigentlich müsste ich auf Offline stehen. Ich finde es lustig. Ich habe gestern Harry Potter und der Gefangene von Azkaban oder so ähnlich geschaut und da gab es ja diesen Grimm. Und genauso hat der mich jetzt hier erschreckt. Oh je, also hier nochmal die Frage, welche Map ich hier gerade benutze. Hat zu viele Worte? zu viele Buchstaben, nicht so viele Worte. Es ist irgendwie EM, EEKA und so weiter. Vielleicht wäre es mal nett, wenn jemand parallel mal zum Mod-Hoster gehen kann. Und dort mal unter Bulldozer XL schaut, das ist der Entwickler. Und der der hat eine Map in der dritten Version. Und die ist eigentlich relativ leicht zu erkennen, weil sie wirklich sehr viele Buchstaben hat. Oh. Danke für den Hinweis. Also dieser Status muss auf jeden Fall weg. Also ich bin zwar immer noch gesundheitlich nicht auf der Höhe. Ich hatte ja vor kurzem sehr viel Kortison gekriegt und das hat der Körper nicht so ganz vertragen. Aber so schlimm ist es auch nicht mehr, dass wir so einen Status haben muss. Ich habe gedacht, den habe ich schon rausgenommen, schon seit längerer Zeit. Der kommt auf jeden Fall weg. So, ihr könnt doch nicht einfach. Ah, ich wollte schon mich beschweren, dass hier einfach ein Zaun im Feld ist, aber es ist eine Kuhweide mit Autotor. Das ist ja hart. Oh, das gefällt mir. Hier, diese Map gefällt mir richtig gut. Ich weiß, ich habe schon öfters wiederholt. Aber so viel Kleinigkeiten. Und ich höre meine Kühe, die ich nicht habe. Das kann nicht sein, dass man
Ja, danke, Fapsel. Die Map heißt SMMTGEEKEMF. Die dritte. Es ist die dritte Version, die ich habe. Also gibt es noch eine weitere. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich mir das nicht merken konnte, diesen Map-Namen. SMM-M-TG-EEKA. Unterstrich MF. Und die haben alle eine Bedeutung. So, wie komme ich denn hier wieder raus? Als erstes möchte ich Kühe kaufen. Weiterspielen. P ist Kühe kaufen. So eine schöne Weide braucht Kühe. Oh, ich habe kein Geld. Aber ich war schlau, ich habe eine Mod installiert hier. Die Royal Bank of LS. Und hier kann ich mir ein bisschen Geld holen. Und es ist auch nicht richtig gescheatet, jetzt mit dieser Royal Bank Geld zu holen, weil wenn ich auf die 8 drücke, sieht man, dass es auch Zinsen kostet. So, aber jetzt wollte ich doch Kühe haben. Kühe kaufen. Bettina ist da. Und Sina. Und Alma. Und Resi. Und Susi und Nora und Pia und Tamara. Ach, und sie sind auch unterschiedlich in der Farbe. Komm, geh mal raus, macht so Krach hier. Was sind das hier überhaupt? Ach, und es quietscht. Und was sind das da oben? Hä? Bumm. Ach, hier gibt es irgendwo eine Tellermine. So eine Panzermine. Zukunft. Erneuern. Erneuerbare Energie. Gleich Zukunft. Ja, und wo wir doch gerade über Friedrichshafen, glaube ich, was gesprochen haben. Hier haben wir einen Zeppelin. Ja, hier ist irgendwo eine Panzermine versteckt. Kriege ich die nochmal? Toll, jetzt wo man sie braucht, ist sie nicht da. Mit den Livestreams kommt drauf an, wie das hier ankommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich noch weitere Livestreams mache. Wow. Komme ich auch wieder runter? Aber ich hoffe doch, dass ich nicht immer an der gleichen Stelle lande. So, ich habe mal ein bisschen gelenkt. Das ist ja auch nett. Aber da, jetzt direkt auf der Kuhweide, hoffe ich, tritt keine Kuh drauf. Hallo. Vor kurzem hat jemand gefragt, wie das mit den Kühen ist. Man kann mit was pfeifen. Man kann mit der Endetaste pfeifen. Und dann kann man die mal langsam, komm, zur Melkmaschine treiben. So, bevor du reingehst. Nein, nein, hau nicht ab, hau nicht ab, hau nicht ab. Hallo. So einfach ist es nicht. Ich wollte nämlich gerade noch den PDA anmachen. Steht hier irgendwas mit Milch? Heu. Milchtank. Der ist bis jetzt leer. So. Hoffentlich sieht man das auch. Komm. Nein, 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 nein. In die andere Richtung. Komm, komm, komm. Junge.
Da ist der Milchtank. Boah, wie kann man nur so stur sein? Hey, keine Wunder, dass die Leute sagen, dass ihr dumme Kühe seid. Ich mach mal das hier weg. Komm. Ja, komm, komm. Nein, 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 nein. Du sollst in das Ding hier rein. Mein Gott, ist doch nicht so schwer zu verstehen. Ja, komm. Put, 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 put. Ja, gut. Und jetzt muss doch das Ding noch zugehen. Dämliche Kühe, da hast du zwar recht, aber wenn ich jetzt hier noch mal reingehe, die hat mir 1000 Liter gebracht. Da kann sie bei so einer Menge gerne bockig sein. Ja, das steht ja gerade recht, Fapsel. Wenn du jetzt hier nicht aufpasst, dann geschieht dir recht, dass du hier das Wichtigste verpasst. Auf dieser Wiese ist eine alte Panzermine vergraben. Wahrscheinlich aus irgendeinem Krieg noch. Und wenn man da drauf fährt, fliegt man in die Luft. Mit einem lauten Knall. So, wie komme ich denn hier wieder raus? Ich will nämlich die andere Seite mal sehen. Komme ich hier raus? Ja, sauber. Gefällt mir. So, das kennen wir ja. Güllestation, Miststation. Oh, kann man den bewegen? Oh, das würde mich freuen. Oh, komm, 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 mach irgendwas. Oh. Es gibt ja so schlaue Leute, die haben irgend so ein altes Steinbruch oder so eine Grube oder sowas gekauft und haben verschiedene Traktoren und Baggern und so weiter gekauft und lassen Leute einfach gegen Geld natürlich dort rumbuddeln. Und das würde ich auch mal gerne machen, so für ein, zwei Stunden. Oh, schon wieder ein Hund. Oh. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich bleibe auf Abstand. Aber ich bin dein Herrscher, ne? Oh, du bist doch ein Lieber. Oh, hallo. Haben wir dich angekettet? Ich hoffe doch nicht. Nee, nicht angekettet. Das ist gut. So, was ist denn das da hinten noch? So, geht hier auch eine Tür auf? Ja. Ah, das ist toll. Kann ich hier Futter abliefern und es kommt dann hier rein? Ja, ist ja gut. Wo ist er denn? Oh nee, das ist der ganze. Ah, Schiebetüren. Sowas bin ich auf dem Bauernhof nicht gewöhnt, dass so elektrische Türen da sind. Ja, 1000 Liter ist schon eine Menge für so eine Kuh. Das gebe ich gerne zu. Oh, das ist interessant. Wie kann ich denn Livestream über YouTube machen?
Und ja, diese Map hat sehr viele Früchte. Ich gehe da nochmal in die Übersicht rein. Also Zuckerrüben, Kartoffel und Sonnenblumen sind auf jeden Fall noch da. Und ich habe auch Kartoffeln irgendwo gesehen. Ich schaue mal jetzt mal da unten noch nach. Milchtank. Komme ich da mit 9 weiter? Nee. Also Sonnenblumen haben wir ja schon gesehen. Komme ich auch hier raus? Anscheinend nicht.